im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr. Hat sich damals bei der Pressekonferenz ganz furchtbar beschwert. Aber immer wieder gesagt, gut, Ivan Krupp ist mein Freund, gegen ihn will ich nichts sagen, ist auch ein Kampfrichter. Salto rückwärts gestreckt, Salto vorwärts, direkt. Als Kontersalto. Klassischer Achillessehnenkiller. Vielleicht deshalb die Bandagen. Gibt's wahrscheinlich. Und man weiß ja, dass bei diesen Sprüngen teilweise 10- bis 11-fache des Körpergewichts auftreten können. Man dann bei der Landung auch noch direkt in den zweiten Sprung hineinspringt, kann das durchaus noch höher werden. Dann natürlich auch, wenn die Technik schlecht ist, wenn man zu viel Vorlage hat. Nur nicht ungefähr. Sie ist ja von der Konstitution eigentlich auch schon ein kräftigerer Typ. Hier Temposalto, Doppelsalto rückwärts gebückt. Freut sich jetzt schon. Ja, eine Griechin ist nicht alle Tage im Weltmeisterschaftsfinale. Sie ist dagegen eine, die es schon schafft. Vasiliki Tsaftaridou im letzten Jahr war sie auch schon im Bodenfinale vertreten. Reichte da den 5. Rang. Spezialistin am Boden. Es scheint sich so zu entwickeln, dass Griechenland zu einer Nation von Bodenspezialisten wird. Denn der amtierende Olympiasieger am Boden ist ja auch ein Grieche. Nämlich Yannis Melissanidis, der ähnlich wie sie auch weniger mit Flickflacks, sondern mit sogenannten Temposaltos arbeitet, also Flickflack ohne Handberührung. Salto vorwärts gestreckt, Salto vorwärts. Der ist noch mit einer ganzen Schraube. Da ist die Verwandtschaft zum Tumbling, zur Akrobatik nicht zu übersehen. Der wie im letzten Jahr Rang 5, 9,650 Punkte für die junge Grieche. Marius Ursika auf der Linie macht sich bereit für seine Rekrute. Hier schon die ersten zwei kleinen Abzüge touchiert mit den Hacken, die Reckstange. Salto vorwärts mit einer ganzen Schraube, Jägersalto. Da kommt er raus. Schade. Ich hatte vorher schon den Eindruck, dass er irgendwo einen kleinen Fehler schon überspielt hat, den auf der PKF-Seite runtergekommen ist. Das war ganz zu Beginn. So eine Übung, wo gleich von Anfang an der Wurm drin war. Er nimmt's mit Humor. Anders geht's auch kaum noch, denn die Weltmeisterschaft war für die Rumänen dermaßen verkorkst. Das nochmal der Jägersalto mit ganzer Schraube. Ja.
gestreckter Ausführung. Hier, Stalder mit halber Drehung, hat er schon die Senkrechte verlassen und den Schwung holt er natürlich nicht mehr. Punkte. Marius Ursica gerade seinen Trainern erklärt, was da falsch war. Die eine maßlos enttäuschte Turnerin, die Safdaridou Vasiliki. Auch sie hatte gemeint, dass sie weiter vorne sein müssten. Jetzt haben wir hier eine Bildstelle. Wir haben ein paar Bildprobleme. Vielleicht ist es möglich, eine. Das ist die Übung, die sie versäumt haben, liebe Zuschauer. Wir hoffen, dass wir in der Zwischenzeit diese Ton- und Bildprobleme lösen können. Die Zweitplatzierte im Bodenfinale Svetlana Khorkina. 9,8. Aber den Ausdruck, den sie hat, der erinnert ein wenig an Svetlana Boginskaya, die ja auch eine große Künstlerin am Boden war. Die müssen natürlich irgendwo auch im Ausgleich mit den Pinsen, dass die größer sind, weil sie immer noch auf dem Handicap sind. Und das ist eben der Ausgleich. So, unser Bild steht wieder, liebe Zuschauer. Und auch, entschuldigen Sie, kleine Probleme. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir bekommen die Bilder vom Schweizer. Duan muss also auch verturnt haben. Ist gerade gesehen, 2,5 Schraube, Salto vorwärts, fast in den Sitz. Und Gina Gorgiana hat gut lachen. Mit so einem Fehler konnte sie sich nicht schlagen. Wir haben nicht die ganze Übung gesehen, aber damit ist natürlich klar. Gina Gorgiani hier neben Octavian Lulic den zweiten Titel am heutigen Tag erringt und ich gönne sie auch von ganzem Herzen, denn es war schon bitter, wie sie gestern wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl saß, nachdem sie am Ende nur Vierte wurde, dass die Gesamtwertung gewinnt. Nach dem Bodenfinale, Gorgiani gewinnt also die zweite Weltmeisterschaft von Khorkina, trotz gleicher Wertung, aber schlechterer Vorkampfnote. Zweite wird dahinter Russin Jelena Prodonova.